TV-Allgäu-Nachrichten am Dienstag, den 7. Januar 2014. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Arbeitsmarkt weitgehend stabil. Arbeitslosenzahlen im Allgäu steigen nur leicht an. Nächstenliebe mit einem Schuss Milch. Kaufbeurer Bar nimmt an Kaffeespendenaktion teil. Und unvergängliche Kunstwerke zu Besuch bei einem Blechschlosser. Bei der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen hat es heute Grund zur Freude gegeben. Der Arbeitsmarkt im Allgäu war 2013 einer der besten in ganz Deutschland. Im Lauf des Jahres ist die Arbeitslosenquote von anfangs 3,6% auf zeitweise 2,9% gesunken und hat sich gegen Ende des Jahres dann bei 3,2% eingependelt. Beim Pressegespräch heute in Kempten wurden die einzelnen Zahlen genauer vorgestellt. Saisonbedingt nimmt die Zahl der Arbeitslosen im Dezember traditionell zu. Das war auch im letzten Monat des Jahres 2013 nicht anders, erläuterte Horst Holas, der stellvertretende Leiter der Agentur für Arbeit, heute in Kempten. Demnach liegt die Arbeitslosenquote im Allgäu aktuell bei 3,2%. Im Vergleich zum Vormonat ist sie um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. 11.438 Menschen waren im Dezember ohne Arbeit, gut 400 mehr als noch im November. Dennoch ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit letzten Monat vergleichsweise moderat ausgefallen. Wir hatten im Dezember natürlich von den Witterungsverhältnissen noch einen milden Monat. Beschäftigte in Außenberufen konnten dort noch arbeiten. Deswegen ist es eine leichte Erhöhung gewesen. Die Arbeitslosigkeit im Allgäu variiert jedoch. Bei den kreisfreien Städten sticht Kaufbeuren heraus. Hier ist die Quote mit 5,9% am höchsten, gefolgt von Kempten mit 4,5% und Memmingen mit 3,6%. Die niedrigste Arbeitslosenquote hat nach wie vor das Unterallgäu mit 2,1%. Auch dort ist die Zahl der Arbeitslosen saisonbedingt gestiegen. Lediglich im südlichen Oberallgäu hat sich die Arbeitslosigkeit im positiven Sinne verändert. Da waren sogar 60 Personen weniger arbeitslos. Hier spielt bestimmt eine Rolle, dass gerade touristisch hier schon Leute Beschäftigung gefunden haben durch die Saison, aber auch im Einzelhandel dort Personal gesucht wurde. Stolz präsentierte Horst Holas heute auch die Zahlen für das gesamte Jahr 2013. Zu Beginn des Jahres lag die Quote noch bei 3,6%. Den Tiefstwert erreichte sie im Frühsommer mit 2,9%. Zum Abschluss des Jahres lag sie eben jetzt bei 3,2%. Das ist auch die durchschnittliche Arbeitslosenquote für das gesamte Jahr 2013. Damit sind wir im Bundesvergleich eine der Regionen, die da an oberster Stelle mit rangieren. Die Beschäftigung hat sich auch positiv entwickelt. 238.500 Beschäftigte. Das sind, wenn man einen Zweijahresvergleich anstrengt, 12.000 Beschäftigte mehr wie im Jahr 2011. Das sind erfreuliche Daten für unser Allgäu. Sorgenkind ist nach wie vor die Zahl der älteren Arbeitslosen. Jeder Dritte über 50 ist ohne Arbeit, jeder Vierte ist älter als 55 Jahre. Um ältere Arbeitslose darauf vorzubereiten, was Unternehmen heute erwarten, will die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen auf eine entsprechende Qualifizierung der über 50-Jährigen setzen. Da schadet es bestimmt nicht, dass sie die Zahl ihrer Arbeitsvermittler 2013 aufgestockt hat. Ja, manche mögen ihn mit Zucker, andere trinken ihn nie ohne Milch. Egal aber wie, für viele beginnt der Tag mit einer heißen Tasse Kaffee. Was für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, ist für andere seltener Luxus. Damit das nicht so bleibt, gibt es die Möglichkeit der Suspended Coffees, zu Deutsch aufgeschobene Kaffees. Eine Bar in Kaufbeuren nimmt als eine der ersten in Bayern an dieser Aktion teil. Zwei Gäste auf dem Weg in die Bar Blasius Reloaded in der Kaufbeurer Innenstadt. Sie bestellen sich Kaffee, gleich vier davon. Trinken werden sie aber nur zwei. Die anderen sind sogenannte Suspended Coffees, also aufgeschoben. Sie werden von Besitzer Stefan Wegwart auf einer Strichliste notiert. Wenn jetzt einer hier einen Kaffee bestellt, trinkt da einen, bezahlt zwei oder drei, je nachdem wie er das möchte. Die Kaffee, die nicht getrunken worden sind, die werden aufgeschrieben. Und dann eben an die
Leute weitergegeben, die sich selber kein Heißgetränk leisten können. Ob das jetzt ein Kaffee ist oder ein Tee oder auch im Sommer mal eine Limo oder Cola. Da sind wir flexibel. Wir haben gesagt, nur allerdings nicht alkoholische Getränke, weil einen Rausch finanzieren wollen wir jetzt auch keinem oder vorfinanzieren. Die Idee stammt ursprünglich aus Neapel. Die Café Sospeso gibt es dort schon seit Jahren. Inzwischen ist daraus eine weltweite Bewegung geworden. Allein in Europa nehmen etwa 150 Cafés an der Aktion teil. Das Team vom Blasius Reloaded ist bayernweit allerdings eines der ersten, das die aufgeschobenen Cafés anbietet. Besitzer Stefan Wegwart vertraut bei der Vergabe der Heißgetränke seinem Bauchgefühl. Man sieht es an der Kleidung, man sieht es am Auftreten. Oder viele kennt man auch, weil Kaufbeuren ist doch nicht groß. Und wir sind selber Kaufbeurer und da weiß man schon in etwa, gut, der hat jetzt auch nicht wirklich viel. Oder man sieht ihn oft in der Stadt beim Betteln. Seit der Eröffnung der Bar im September beteiligen sich Wegwart und seine Frau an dem Projekt. Bislang haben sie schon viel Unterstützung erfahren, seien es gekaufte Cafés oder Spenden. Doch die Nachfrage nach dem Hilfsangebot ist bislang hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Bezahlt werden wahnsinnig viele bisher. Da sind wir jetzt bei, ich müsste lügen, zwischen 50 und 60, meine ich, abgeholt. Das sind jetzt bisher 2 oder 3, also jetzt noch nicht so die große Menge. Entweder ist es den Leuten einfach unangenehm zu kommen und sagen, ich habe nichts und ich möchte aber trotzdem vielleicht mal was Warmes trinken oder wie auch immer. Oder ist es vielleicht noch nicht bekannt genug, dass es zu wenig Bedürftige gibt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil jetzt Kaufbeuren ist jetzt auch nicht so eins der reichsten Städte. Der Barbesitzer hofft, dass sich die Hilfsaktion bald weiter herumspricht und sich noch mehr Cafés daran beteiligen, damit auch in Zukunft der ein oder andere etwas tiefer in die Tasche greift und damit seinem Nächsten eine Freude macht. Ja, und damit kommen wir zu einem anderen Thema. Die Polizei hat am Sonntag einen 24-jährigen Mann aus Gambia wegen illegaler Einreise festgenommen. Die Beamten der Bundespolizei hatten den Mann im Fußraum eines Mietwagens auf der A96 bei Sigmaringen entdeckt. Der 24-Jährige war gemeinsam mit seinen Mitfahrern in Spanien losgefahren. Der anfängliche Verdacht, dass es sich bei den Mitfahrern um Schleuser handelt, hatte sich nicht bestätigt. Die Gruppe hatte sich durch eine Mitfahrzentrale zusammengefunden. Der Mann aus Gambia wird nun voraussichtlich wieder nach Spanien geschickt. Er hatte dort nämlich bereits einen Asylantrag gestellt. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gibt es hier weitere Meldungen aus der Region. Bis gleich. Das Allgäuer Brauhaus und die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf präsentieren das Winterfest Oberstdorf. Regionale und internationale Livebands sorgen mit fetzigem Sound für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. Winterfest Oberstdorf, das bunteste Schneetreiben im Allgäu mit der längsten Bar der Alpen. Der neue Arnold-Jahreskatalog bietet über 700 Reiseideen. Gerne senden wir Ihnen Ihr ganz persönliches Exemplar. Rufen Sie uns an. Arnold Reisen in Dietmannsried. Telefon 08374 58 300. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Gib mir weg. Weiter. Ich spiel. Und du? Hast du Blatt? Immer ein gutes Blatt. Die Allgäuer Zeitung. Und hier lest Zitte. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik.
Bestellen Sie jetzt Ihr Probeabo für 2 Wochen kostenlos. Telefonisch unter 0831 206 106 oder online unter www.all-in.de. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen vom 7. Januar 2014. Weil er einen jungen Mann massiv eingeschüchtert und gedemütigt hat, muss ein 23-Jähriger für 7,5 Jahre ins Gefängnis. 2 der Mittäter wurden zu Geldstrafen verurteilt, ein 3. freigesprochen. Das Kemptner Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Haupttäter dem jungen Mann so zusetzte, dass dieser aus der Wohnung seiner Großmutter 2 Kilogramm Gold stahl und an ihn übergab. Als das Opfer sich beim nächsten Mal weigerte, weitere Dinge zu stehlen, schlug ihm der Haupttäter mit einem Pfannenwender aus Edelstahl ins Gesicht. Zusammen mit 3 anderen misshandelte der Verurteilte sein Opfer außerdem mehrmals. Unter anderem zwang er ihn, Hundefutter zu essen oder hielt ihn mit nacktem Gesäß auf einer heißen Herdplatte fest. Das Opfer erlitt Verbrennungen 2. Grades sowie Prellungen. Die Passagierzahlen am Allgäu Airport sind im letzten Jahr leicht gesunken. Grund sei vor allem die Luftverkehrssteuer, die die irische Billigfluglinie Ryanair dazu bewogen habe, sein Angebot ab Memmingen leicht zu verringern. Gleichzeitig habe Wizz Air aber weitere Flugziele ins Programm aufgenommen. Außerdem seien 2 innerdeutsche Ziele hinzugekommen, sodass am Ende nur 4% weniger Passagiere den Allgäu Airport nutzten als noch im Jahr zuvor. Gleichzeitig sei die Auslastung der in Memmingen startenden und landenden Flugzeuge deutlich gesteigert worden, so der Flughafen. Sie läge jetzt bei 79%. Ein schwerer Verkehrsunfall hat heute Nachmittag auf der B12 bei Wildpolsried zu Behinderungen geführt. Ein Kleintransporter war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender Sattelzug versuchte zwar noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Der 25-jährige Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Sein Beifahrer sowie der Fahrer der Zugmaschine leicht. Die B12 war wegen des Unfalls am Nachmittag komplett gesperrt. Wie stark ist das Lindauer Bahnhofsgelände mit Schadstoffen belastet? Eine Studie darüber hat die Bahn jetzt dem Lindauer Landratsamt übergeben. Sie wird dort gerade von Experten ausgewertet. Erkenntnisse gibt es bislang aber noch nicht. Wie berichtet, hatte sich ein Unternehmer kurz vor Weihnachten an die Öffentlichkeit gewandt, weil seine Lagerräume, eine ehemalige Werkstatt der Bahn in unmittelbarer Nähe zum Lindauer Bahnhof, von Schadstoffen kontaminiert war. Damals hatte Landrat Elmar Stegmann die Bahn um Aufklärung gebeten. Die Frage, wie viele und welche Schadstoffe sich auf der hinteren Insel im Boden befinden, ist auch im Hinblick auf die Grundstücksverhandlungen mit der Stadt Lindau interessant. Diese will im Rahmen der Umsetzung des 2-Bahnhöfe-Konzepts große Flächen der Bahn kaufen. Dabei richtet sich der Kaufpreis auch danach, wie viel Geld aufgebracht werden muss, um die Giftstoffe zu beseitigen. Für die Passagiere am Bahnhof selbst bestehe keine Gefahr, so die Bahn. Die Ermittlungen zum tödlichen Verkehrsunfall auf der B16 bei Pfaffenhausen gehen weiter. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang am 2. Januar beobachtet haben. Eine 76-jährige Fußgängerin war, wie berichtet, beim Überqueren der Mindelheimer Straße frontal von einem PKW erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Sie starb kurze Zeit später in einem Augsburger Klinikum. Die B16 war damals für 3 Stunden komplett gesperrt. Hinweise bitte an die Polizei in Mindelheim. Nach dem tödlichen Bahnunfall in Sontheim am Silvesterabend sammeln die Bürgerinnen und Bürger nun Unterschriften. Sie wollen damit den sicheren Ausbau des bislang unbeschrankten Bahnübergangs vorantreiben. Im Zuge der geplanten Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Memmingen-Lindau ist der beschrankte Bahnübergang zwar angedacht, aber durch die Verzögerungen bislang nicht realisiert worden. Wie berichtet, waren bei dem Unfall 2 Männer tödlich verletzt worden. Ein 25-Jähriger aus Sontheim und ein 23-Jähriger aus dem Nachbarort Westerheim.
Der Anwalt von Khaled El-Masri hat Revision gegen ein Urteil des Landgerichts Kempten eingelegt. Im Dezember wurde der Deutsch-Libanese dort zu 7 Monaten Haft verurteilt, weil er einen Gefängniswärter der JVA Kempten geohrfeigt, beleidigt und mit dem Tode bedroht haben soll. Das Münchner Oberlandesgericht prüft nun das Urteil. Khaled El-Masri wurde 2003 fälschlicherweise vom US-Geheimdienst nach Afghanistan verschleppt und gefoltert. Zuletzt lebte der schwer traumatisierte 50-Jährige im Kreis Neu-Ulm. Der Berglandwirtschaft kommt eine wirtschaftliche Schlüsselrolle im Alpenraum zu. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine Studie, die von Landwirtschaftsminister Brunner vorgestellt wurde. Die Berglandwirtschaft sei mit ihrem positiven Image ein Aushängeschild für ganz Bayern und zentrale Voraussetzung für Tourismus, Lebensmittelverarbeitung und Handel und damit auch für Beschäftigung. Außerdem leisten die Bergbauern einen nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in den Bergen, so die Studie weiter. Allerdings sei auch künftig eine angemessene Honorierung der Bergbauern notwendig. Brunner kündigte an, die Förderungen künftig noch effektiver machen zu wollen. Sie sollen nicht nur auf regionale Aspekte Rücksicht nehmen, sondern auch auf Faktoren wie die Hanglage eingehen. Diese Kreuzung hat es in sich. Bayernweit gibt es keine Stelle, an der mehr Menschen zu Geisterfahrern werden, als hier in Waltenhofen. Und das trotz der Verbotsschilder. Im Jahr 2013 wurden 34 Geisterfahrer rund um Kempten gemeldet, so der ADAC. Jetzt will die Autobahndirektion prüfen, ob die Beschilderung oder Straßenmarkierungen verbessert werden müssen. Im Lauf des Jahres sollen sämtliche Kreuzungen und Autobahnauffahrten genauer unter die Lupe genommen werden. Begonnen wird mit den Brennpunkten, wie hier in Waltenhofen. Ja, das waren die Meldungen vom 7. Januar 2014 und jetzt die Wettervorhersage für die nächsten Tage. In der Nacht zum Mittwoch ist es teils klar, teils bewölkt. Die Werte sinken im Oberallgäu und im Unterland auf 7 Grad. Morgen früh fängt es gebietsweise an zu regnen. Nur im Süden des Allgäus bleibt es trocken. Zeitweise scheint die Sonne. Nachmittags hört es dann auf zu regnen. Es ist teils sonnig, teils bewölkt. Am Bodensee werden Höchstwerte von bis zu 12 Grad erreicht. Auch am Donnerstag wird es wechselhaft. Im Unterallgäu und am Bodensee regnet es immer wieder. Ab und zu zeigt sich die Sonne. Am Freitag regnet es dann im gesamten Allgäu und es wird deutlich kühler. Ab einer Höhe von 1000 Metern kann es schneien. Das Wochenende beginnt ebenfalls unbeständig. Samstags muss in den Bergen und im Unterallgäu mit Schneeregen gerechnet werden. Ja, so ein Geschenk zu Weihnachten, das soll ja eigentlich immer etwas Außergewöhnliches sein. Das zu finden ist aber manchmal gar nicht so einfach. Falls Sie jetzt zu den Menschen gehören, bei denen sich das Christkind ein wenig vertan hat, dann gibt es jetzt noch eine Chance auf eine nachweihnachtliche Wiedergutmachung. Am kommenden Wochenende startet das Allgäuer Auktionshaus Kühling, nämlich seine Winterauktion. Gemälde, Möbel, Spielzeug, Porzellan, hier kommt fast alles unter den Hammer. Und die Objekte können noch begutachtet werden. Nicht mehr viel Zeit bis zur großen Winterauktion. Im Allgäuer Auktionshaus Kühling stehen die Objekte bereit. Rund 2400 Exponate warten hier auf neue Besitzer. Ab Donnerstag kommen Kunstgegenstände und Antikes unter den Hammer von Thomas Kühling. Wir bieten alles an, was in den Bereich Kunst und Antiquitäten fällt. Da können Porzellan, Gemälde, Möbel, Schmuck, Bücher dazu, Grafiken zum Beispiel. Oder wenn es spezielle Sammlungen sind, sind wir natürlich auch dafür gerne zu haben. Im Bereich der Bilder ist das Ölgemälde von Otto Pippel sicherlich ein Highlight dieser Auktion. Nähende Frau am Tisch im Garten, hat der Wahlmünchner sein Werk genannt. In Kunstkreisen gilt Pippel als einer der bedeutendsten Impressionisten im deutschsprachigen Raum. Gleich mehrere Werke russischer Künstler werden aufgerufen. Diese Kanalszene aus Venedig stammt aus den 50er Jahren. Eine echte Überraschung ist aber diese Buddha-Statue.
Es gibt natürlich immer wieder Einlieferungen, wo auch wir im ersten Moment nicht wirklich eine Bewertung abgeben können, gerade wenn es nicht die europäische Kunst betrifft. So haben wir in dieser Auktion eine Buddha-Figur aus Bronze, die von einer alten Dame eingeliefert wurde, die ins Seniorenheim kam. Und jetzt während der Besichtigung kristallisiert sich doch raus, dass dieses Stück wohl etwas Besonderes ist, weil viele Interessenten aus China oder London speziell für diese Figur schon sich angemeldet haben. Nicht nur angemeldet. Von den internationalen Interessenten sind schon mehrere Gebote eingegangen. Die haben mir, glaube ich, 8 oder 9 Telefonbieter schon für diese Figur, verschiedene schriftliche Bieter. Teilweise kommen sie extra her. Heute möchte aus London noch ein Herr kommen, der sich die besichtigen möchte. Oder wir schicken natürlich gerne auch Fotos per E-Mail in alle Welt, wo die Interessenten sich auch informieren können. Welche Summe am Ende erzielt wird, ist schwer abzuschätzen. Vom Aufrufpreis bis hin zu mehreren 10.000 Euro ist alles drin. Aber auch für den kleinen Geldbeutel gibt es hier viele Exponate, die ab Donnerstag unter den Hammer kommen. Und man kann sie sich vorher in Ruhe anschauen. Es ist immer gut, sich vor der Auktion über die Objekte zu informieren. Die werden so angeboten, wie sie hier ausgestellt sind. Also wir haben noch den ganzen Mittwoch Besichtigung bis 19 Uhr abends. Und auch an den Auktionstagen kann man die Objekte hier in den Ausstellungsräumen noch anschauen. Und ansonsten muss man sich nur kurz registrieren hier und kann dann direkt an der Auktion teilnehmen. Donnerstag, Freitag und Samstag findet die Winterauktion beim Auktionshaus Kühling in Kempten statt. Die Konkurrenz ist übrigens groß. Dank Internet können Bieter aus der ganzen Welt an der Auktion teilnehmen. Ja, wir von TV Allgäu Nachrichten suchen wieder gemeinsam mit einigen Partnern die schönste Skischneefrau im Allgäu. Wie das Ganze funktioniert? Ganz einfach, alle Vereine im Allgäu können eine Skischneefrau, also eine Art weiblichen Schneemann bauen und uns ein Foto davon schicken. Die besten 5 Kreationen werden dann über ein Internet-Voting gewählt und die jeweiligen Vereine dürfen dann beim Finale am Fellhorn erneut ihre Skischneefrau bauen. Den 3 Siegern winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 2.000 Euro sowie 300 Liter Büblebier für die nächste Vereinsfeier. Bewerben können Sie sich noch bis zum 20. Februar. Das Finale findet dann im März statt. Nähere Informationen zu dem Wettbewerb gibt es im Internet auf der Seite von TV Allgäu Nachrichten. Die Adresse lautet www.tv-allgäu.de. Ja, und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann geht's zu einem Kunstschlosser aus Erkheim, der ein altes Kunsthandwerk wiederentdeckt hat. Bis gleich. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Sportschindele in Ronsberg. Ihr Spezialist für Ski, Bike und Outdoor im Allgäu. Jetzt noch mehr Auswahl auf über 2800 Quadratmetern. Sportschindele mit die größte Auswahl im Allgäu. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Eine Seite, auf der ich meine eigenen Beiträge schreiben und meine Fotos veröffentlichen kann. Ein Portal, auf dem ich wichtige Termine meiner Gemeinde erfahre. Und Neues aus meinem Verein. Das Mitmachportal fürs Allgäu. Gresti.de, unsere Heimat online. Jetzt einschalten für die Kulthits der 70er, Top-Hits der 80er und die Hits der 90er und 2000er. Schon gehört? Das neue RSA Radio, der beste Musikmix aus 4 Jahrzehnten. Gresti.de, das Mitmachportal fürs Allgäu. Jetzt kostenlos registrieren und dabei sein. Es gibt manch gute Idee, die über die Jahrhunderte hinweg leider in Vergessenheit geraten ist. Der Erkheimer Kunstschlosser Bernd Kleimeyer hat vor vielen Jahren solch eine Idee wiederentdeckt. Wovon genau die Rede ist und was Bernd Kleimeyer herstellt, meine Kollegen haben ihn in seiner Werkstatt besucht und es für sie herausgefunden.
Was hier glänzt, ist kein Gold, sondern Tombak, eine rostfreie Kupfer-Zinnlegierung. Was man daraus alles machen kann? Bernd Kleinmeier weiß es ganz genau. Der gelernte Schlosser hat seinen Meister in Metallgestaltung gemacht. Was er hier auf das Metall aufzeichnet oder reißt, wie der Kunstschlosser sagt? Noch ist das nur den Eingeweihten ersichtlich. Eines hat uns Bernd Kleinmeier aber schon verraten. Es wird ein Kunstwerk, das einer Handwerkstradition aus dem Barock folgt. Sie hat sich entwickelt aus dem, vom Schlosserhandwerk, war das so eine Abart, wo die Schlosser sich ein bisschen Zubrot verdient haben und das dann nach Feierabend gemacht haben für die Kirchen, für Altäre eigentlich. Es war hauptsächlich Altarschmuck. Altarschmuck gab es früher aus kleinen barocken Drahtarbeiten, so Klosterarbeitgeschichte. Es gab sie aus Federn, aus Muscheln, aus verschiedenen Materialien. Die Barockzeit hat hier richtige Stilblüten getrieben. Und dann haben wahrscheinlich die Schlosser gedacht, wenn die aus Federn können, dann können wir auch aus Blech. Was die Schlosser aus dem weichen und gut formbaren Blech machen konnten, das zeigt uns Bernd Kleinmeier. Denn der 56-Jährige beherrscht das alte Handwerk noch. Lehrmeister hatte er dafür keinen. Er hat sich die Kunst selbst beigebracht. Er ist der einzige Kunstschlosser in Deutschland, der diese Kunst noch ausübt. Nachdem er die Blechrohlinge vorgeformt hat, geht es ans Eingemachte. Mit einer kleinen Zange arbeitet er die Feinheiten heraus. Dafür braucht es Geduld und ein ruhiges Händchen. Wenn Bernd Kleinmeier mit allen Rohlingen so weit gekommen ist, dann kann er sie schließlich zu einem großen Ganzen zusammensetzen. Dazu dreht er die Teile ineinander und verdreht sie leicht gegeneinander. Und voilà, es ist eine Rosenblüte aus Blech entstanden. Aus vielen dieser Blüten wird dann ein ganzer Strauß. Ich habe Blumen immer schon geliebt. Ohne Blumen sage ich immer kein Leben. Eine Blume muss man haben, so die Wiese von mir. Und ja, so ist die Leidenschaft entstanden, als Kunstschmied auch in Blech was zu formen. Fertig ist die Rose aber noch lange nicht. Die einzelnen Blütenblätter erhalten jetzt noch einen Schlag mit dem Hammer, um ein Loch in ihre Mitte zu schlagen. Wenn das erledigt ist, dann sind sie bereit für den letzten Arbeitsschritt. Nun kommt der vorgewärmte Lötkolben zum Einsatz. Mit dem Gerät werden die Blütenteile eines nach dem anderen auf einen dicken Draht gelötet. Der dient als Blütenstiel. Täuschend echt wird die Blume dann im letzten Schritt. Der letzte Schritt, das macht der Fassmaler. Dieser Strauß wird zuerst grundiert und dann eben nach jeweiliger Blüte farblich angepasst und gefasst. Ungefähr 3000 Euro kostet der fertige Strauß, wie er hier auf dem Tisch steht. Für Kirchengemeinden, die mehrere tausend Euro im Jahr für Blumenschmuck ausgeben, lohnt sich das. Denn dieser Strauß ist rostfrei und daher von unvergänglicher Schönheit. So, und das war TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Vielen Dank fürs Zusehen. Morgen geht es bei uns dann unter anderem um das Thema Eishockey. Der nicht gerade siegesverwöhnte Zweitligist ESV Kaufbeuren empfängt heute nämlich die Konkurrenz aus Bremerhaven, die Fishtown Penguins. Statistisch gesehen heißt das, der Tabellenvierte aus dem Norden trifft heute auf den 11. und damit Vorletzten der aktuellen Rangliste aus Kaufbeuren. Für die Joker geht es jetzt also allmählich um die Wurst. Ein weiteres Thema, das Seniorenkonzept, das derzeit im Unterallgäu erarbeitet wird. Dort machen sich die Verantwortlichen darüber Gedanken, wie man der Herausforderung einer immer älter werdenden Gesellschaft begegnet. Und zwar unter anderem mit dem Ziel, ältere Menschen möglichst lange ein Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. So, und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Bis morgen, wenn Sie möchten. Passen Sie auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.